Yo, hallo Freunde! Ich habe mal wieder einen Link zu einem Video erhalten und wurde gefragt, ob ich dazu auch mal kurz ein Video auf Deutsch machen könnte. Kein Problem! So, eigentlich sollte der Mond einen Schatten haben, der die Hälfte seiner Oberfläche vertikal bedeckt. Allerdings ist es laut Aufnahmen eher horizontal der Fall. Das dürfte gar nicht sein. Der Mond scheint momentan in Bezug auf die Ekliptikebene etwas zu schwanken. Das bedeutet, dass sich der Mond höher in seiner Umlaufbahn bewegt, was zu seltsam aussehenden Schatten auf seiner Oberfläche führt. Aber nicht nur auf dem Mond sind mysteriöse Dinge zu beobachten. Auch auf der Sonne und der Erde scheint es momentan Veränderungen zu geben. In den Kommentaren zu dem Originalvideo wird dies alles bestätigt. Das Video hat innerhalb von nur einem Tag 100.000 Aufrufe erhalten und es scheint kaum jemand den Inhalt zu widersprechen. Man liest dort zum Beispiel: Es ist nicht nur der Mond, ich stimme dem völlig zu, dass der Mond anders ist. Ich habe es selbst hier in Florida gesehen. Es ist aber auch die Sonne. Bei der Sonne geschehen zurzeit seltsame Dinge. Etwas Großes könnte bald passieren. Dann liest man, dass es auch die Erde ist, die sich gerade verändert und wir deshalb eine andere Perspektive auf die Himmelskörper haben. Des Weiteren wurde ein mysteriöses Leck in der Atmosphäre der Erde entdeckt. Es ist undicht, sie verliert täglich tonnenweise Sauerstoff in den umgebenden Weltraum. NASA-Forscher untersuchen zurzeit das Phänomen mit Messraketen. Sie sollen erstmals genauer ermitteln, wie viel Sauerstoff auf der Tagseite der Erde verloren geht. Auch hat sich die Sichtung unbekannter Flugobjekte gehäuft. Was ist da nur los? Aber was sagst du, könnte es sein, dass es vielleicht gerade an der jetzigen Planetenkonstellation liegt? Bahnt sich gerade etwas Großes an? Oder ist alles nur Hirngespinst? Lass es mich in den Kommentaren wissen, ich werde euch auf den Laufenden halten, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Okay.